So, da sind wir auch wieder zurück und wir haben gesagt, wir wollen die Geschenke auspacken. Dann machen wir das mal. Weil das relativ viele sind, werden wir jetzt nur das erste Geschenk mal hier in dieser Geschwindigkeit, was sind das, Stahlblöcke, okay, in dieser Geschwindigkeit auspacken. Okay, nix. Nix. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nein. M. Nein. Hier, eine Fachbox. Ich habe doch aber. Achso, der hat die zerlegt, oder was? Ah, okay. Wenn ich den jetzt auf mich umstelle. Auf Kern, Hauptbereich, auf Privat. Dann müsste ich auch die Sachen auch alle so rausbekommen. Ist das korrekt? Ja. Und natürlich Energy. Energy ist das Wichtigste. So. Okay. Okay. Das machen wir jetzt hier noch alles weg. Das, da war was drinne. Oh, halbtrocken, Akua, sehr nett. Sehr nett. Hilft gegen Lebensmittelvergiftung. Das ist gut. So, schöne Pulle Sekt. Und die bei den anderen werden wir das jetzt folgendermaßen machen. Wir werden das jetzt, ich werde das jetzt hier mal ein bisschen vorspulen. Weil ich habe schon die Info bekommen, dass ein Geschenk drin ist. Das heißt, der Rest ist hier, wird hier nur abgebaut, ganz normal. Und das machen wir jetzt auch. Und. Hä? Ja, und den Rest spulen wir dann mal vor. Also, bis gleich. So, jetzt halten wir mal ganz kurz hier an. Hier ist der Santa Express. Holladi, und da sind ja noch mehr Geschenke. Alter, und da sind noch mehr Geschenke. Oh Mann. Ja, wir sind hier beim schieben Weihnachtsbaum, so wie sich das gehört. Und beim Santa Express. Welcome aboard the Santa Express. Hier ist ganz doll eng. Was? Rot? Wie fliegt man denn das Ding? Ach, hier oben. Alter Schwede. Fliegt das Ding wirklich? Ja! Juhu! Oh. Naja. So wirklich fliegen kann man das nicht nennen. Ach, das ist nur ein HV, deswegen. Ah, okay. Jetzt haben wir da ein Problem. Wie kriege ich das Ding da wieder rein? Okay.
Oh, you know, it's Christmas time and all. Hätte man ein paar mehr als erst verdient, sehen wir hier, ne? Damit du Bescheid weißt. So, kriegen wir den da wieder rein? Ja, doch hier oben lang, ne? Jawollo. Okay. Santa Express. Sehr schön. Aber hier unten war ja noch mal was. Santas Schlitten. Was? Okay, das ist jetzt aber doch hoffentlich ein... Genau. Oh, abgehen tut er gut. Nur in der Luft gehen nicht so gut. Alter, wie geil. Santas Schlitten hier auf dem Empyreon-Server. Und das ist der echte, wollte ich nochmal anmerken. Aber ein bisschen Auftrieb fehlt ihm auch. Okay, okay. Und fliegen kann ich so gut. Ich habe mir fehlt der rote Bart dafür. Was denn du? Was? Warum schreit er denn so rum? Haben wir denn? Hat er hier irgendwas noch? Nein. Sehr nett. Hier, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Had a very shiny noise. Okay, gut. Wir machen mal weiter mit den Geschenken hier. Also, kurz nochmal Vorlauf. Jetzt haben wir soweit so gut alle Geschenke, außer da jetzt noch ein, zwei Geschenke ausgepackt und jetzt kommt an das große Geschenk. Und es heißt, ich muss es ganz vorsichtig auspacken. Oh oh. Das sieht aus wie ein netter kleiner Flitzer, wie ein Razer. Mein Razer. Ja. Alter Schwede, sehen wir, ey, was die hier das einpacken. Jawollo. Ja, ich hatte den nämlich verloren, weil ich hatte das Spiel zurückgesetzt und natürlich mir keine Sicherheitskopie gezogen davon. Alter Schwede, das Auspacken hier.
Seno, du Arsch. Nein, sehr schön, sehr geil. Danke, Seno. Und an den, der noch eine Kopie davon über hatte. Oh Mann, oh Mann. Aber gut, wir werden das jetzt mal hier, werde ich jetzt auch mal beschleunigen. Also, bis gleich. Geschafft. Ah, rote Ecke. Was? Wir hatten hier geschlampt. Okay. Moment. Schubdüsen an. Jawollo. RCS. Geräte. Sehr schön. Es sind alle Waffen da. Es sind alles da. Licht ist da. Munition für die ganzen Ladungen. Sehr schön. 22 Waffen. Auch die ganzen Gruppierungen sind noch da. RCS an. 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 Sehr schön, der Razer. Für den, die ihn noch nicht kennen, den habe ich mir mal für die Dings gebaut. Guckt euch das Prachtstück an. Das einzige Rote, das stört noch ein bisschen, aber das kriegen wir noch weg. Das kriegen wir noch weg. Ollies Razer. Gut, Munition hat er natürlich nicht drauf, aber super, super wendig das Teil. Sehr schönes Handling. Und auch wenn ich mich recht erinnere, alles mit Gefechtsstahlblöcken. So. Okay, wir sollten, eigentlich sollte der da oben hin, aber na gut, den packen wir jetzt erstmal hier hin. So. Angedockt ist er. Sehr schön, endlich mein Razer. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich den. So, ja, der hat auch alles dran, was man braucht. Ja, Sauerstoff, Anzugstation. So, wie sich das gehört. Mal gucken, vielleicht lade ich den auch hoch. Ja, der hat auch gute Bewaffnung, Licht, alles drum und dran. Gehärtete Stahlblöcke, genau. Ich weiß gar nicht, ob man. Upgraden. Ne, das ist schon das Beste, was es gibt. Und halt auch von der Größe her recht klein. Ja. Mit meinen Farben, mit den Farben der NWO, das ist ja das Dunkellila. Und ich hatte mir dann für meine Flieger. Alter Schwede, ist der geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie man.
man sich den Blueprint speichert. Muss ich den Aztec dann nochmal fragen oder den Seno? Nee, sehr schön, sehr schön. Ja, der Santa Express hier auch sehr schön. So, dann können wir jetzt mal. Ach ja, hier hatten wir ja. Genau, da sollte man ja später mal durchfliegen. Ah, okay, okay. Auf alle Fälle. Ah, hier ist ja auch noch ein Geschenk. Ja. Ah, das lassen wir. Das nehmen wir für später. So, dann. Hier rein. Hier ist gleich der Durchgang. Stimmt, das habt ihr ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das so ein. Gesehen habt beim letzten Mal. Jedenfalls, hier sollen die ganzen Kisten hin. Habe ich denn Kisten bei? Ja, natürlich. Ich habe ja genug abgebaut. Ich habe ja genug Kisten jetzt hier am Start gebracht. So. Nein, das war kacke. Müssen wir den nochmal demontieren hier. Das ist aber nicht so schlimm. So. Und dann kann man das hier, genau. Ja, das, da müssen wir uns irgendwann nochmal drum kümmern. Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. So, jetzt machen wir erstmal das, was wir hier an Einzelteilen alles erbeutet haben. Kommt jetzt erstmal hier rein. Nimmst den Stahlplatten. Bap, bap, bap. Strömlinge. Okay. Ja, können wir die auch noch mit reinschmeißen. Genau. So, und dann haben wir hier. Alter, wir haben so viel Scheiß hier zu liegen gerade momentan. Kleine Kühlschränke, Kerne, Fensterblöcke und ein Haufen Stahlplatten. Genau, die können wir doch mal in unser kleines Räumchen hier reinbringen. Energy. Und dann können wir gleich mal gucken, wie hier der Energiehaushalt ist. Hier, 140. Ach ja, und dann müssten wir ja noch. Ja, stimmt, hier ist die große und hier sind die kleinen. Ja gut, Energie dürfen wir jetzt genug haben. Sauerstoffflaschen oder Wasserstoffflaschen brauchen wir. Warum renne ich eigentlich so langsam? Was habe ich dann? Eine mittlere Rüstung, okay. Ja, hier sind zwei Geschenke, die kann ich leider noch nicht abbauen. Dann werden die zerstört. Wird einfach drauf geschossen, eiskalt. Ich glaube, ich hätte jetzt Strom mitnehmen müssen, um den hier zu befüllen, genau. 807. Habe ich denn genug Strom bei? Ich glaube nicht. Mais. Doch hier Hydrogenkraftstoffzellen, die auch kein Mensch braucht. Warum ist denn hier ein Bohrer drin? Ach so, den Bohrer hatte ich gemacht, um die. Ja, ja, alles klar, alles klar, alles klar. So, den können erstmal hier rein. Kann nicht in diesen Container gelegt werden. Ja, wollt ihr mich denn verarschen? Okay, erstmal die Sektpullen hier rein. Haben schon bald keinen Platz mehr hier. So, 4 Medic-Packs. Okay, Stahlplatten. LCDs. Die brauchen wir später. Ja, mein Schiffchen ist fertig. Da können wir ja denn irgendwann auch mal denn endlich ins Weltall, wenn wir hier soweit alles durchhaben. Müssen wir eben mal alles nochmal sortieren. Oh, das. Die Sortieren ist natürlich das, was am meisten mal bei Empyrean auffällt. So. Komm, stell mir her. Und dann nehmen wir den Schwung noch mit und füllen das in. In den Wassercontainer hier, in Wasserstoffflaschencontainer. Wer muss denn hier auch so eine riesengroße Basis bauen? Und warum kann ich das Geschenk hier nicht? Doch, das konnte ich noch abbauen. Ja, komm, dann bauen wir das noch schnell gemeinsam hier ab. Und jetzt ziehen wir uns natürlich die Ressourcen raus.
Das geht ja ganz schnell. Das habt ihr gesehen. Vorhin ging das ja auch ganz schnell mit meinen vielen Geschenken. Aber oben habe ich noch Geschenke, die noch nicht. Das ist wahrscheinlich aus der falschen Fraktion gestellt. Ansonsten muss ich da mal meine allmächtige Gottespower benutzen. Und das wegstrullen. So, das Geschenk muss hier aber noch weg, damit wir hier freien Zutritt haben. Für unsere Tüftlerwerkstatt. Hier ist auch jeder herzlich willkommen zu tüfteln. Da kann er seine Schiffe hier auch reinparken. Und wir haben dann genug Stahlplatten. Die werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen, so viele Stahlplatten in unserem Leben. So, jetzt hier den noch hier raus. Und das haben wir gleich geschafft. Guck mal an hier, wie schnell das geht. Ihr habt da schon einen Haufen Erfahrung gehabt. So. Okay. So, jetzt zum Wasserstoffgenerator. Können wir irgendwas von hier lassen? Die hier, gehärtete Stahlblöcke. Ich weiß gar nicht, wie. Basis, Hauptbereich, verwalten und komm, die füllen wir mal auf. Und was, Batterie ist auch voll geladen. Sehr schön. So muss das sein, so gefällt mir das. Ja, ansonsten, der Zoo ist soweit fertig. Es fehlen nur noch die Markierungsschilder. So, was haben wir hier? Wasser, okay, können wir auch einmal. Was haben wir hier? Sauerstoff können wir auch einmal auffüllen. Sauerstoff. Verwalten. Gut, Sauerstoff ist dann aber, denke ich, jetzt hier auch mal gut, ne? Auffüllen. Ich weiß gar nicht, wo der ganze Sauerstoff hin ist. Warum dreht sich das Ding eigentlich nicht? Sauerstoff an. Merkwürdig. Auffüllen. Okay, gut. Das haben wir erledigt. Ist der Sauerstoff fürs alle? Haben wir das Problem auch schon mal beiseite? Aber wir haben noch einen Raketenwerfer und eine T1-Pistole und ein verbessertes Scharfschützengewehr. Das passt so, dann schmeißen wir das Zeug noch hier in unser Ding rein. Also wie gesagt, das Geschenk ist grün. Können wir nicht entfernen, das da auch nicht und oben wollen wir auch noch eins. So, das hier rein. Die Stahlplatten, Wasserkanister. Gesundheitswert 75. Ausdauerwert 100, Körpertemperatur. Das müssten wir dann noch mal einmal wegstellen gleich. So. Das hier rein und was essen müssen wir auch noch. Okay. Das sieht doch hier ganz neckisch aus. Eventuell da noch zu machen und wie kommen wir denn da oben hin? Das ist die nächste Frage. Haben wir noch Fahrstühle bei? Nein. Okay, aber wir müssen uns auch noch mal heilen. Haben wir Fahrstühle hier noch? Fahrstühle, Fahrstühle, Fahrstühle. Ich sehe gerade keine Fahrstühle. Da auch nicht. Immer noch. Alter, steht, was wir hier alles an Scheiß rumzuliegen haben. Kling, klang, kling. Haben wir echt keine Fahrstühle. Habe ich alle Fahrstühle verballert? Laserpistole. Okay, was wir auch alles an Waffen haben. Nix. 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 Ach, die Kisten sind alle leer. Das ist ja auch traurig. Traurig, traurig, traurig. Aber wir brauchen Mais. Mais, Mais, Mais. Nee, nicht Mais. Weizen.
Wir brauchen Weizen für unseren Eleonkuchen und wir brauchen Akurbeeren für unsere Champagnerflaschen für die nächste große NWO-Party, die hier bald steigen wird. So, Mais brauchen wir erstmal nicht und die Dinger. Ja, Pflanzenfasern sind jetzt auch enorm wichtig für Munition, glaube ich. Oder war das Mais? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls Mais brauchen wir, um diese Dingsbums herzustellen. Da haben wir auch Mais, haben wir auch können mehr als genug momentan. Das reicht also auch für irgendwas. Nehme ich überhaupt auf? Ich nehme auf. Ich hätte das vielleicht mal vorher gucken sollen. So, das hier rein, dann nochmal Eleonkuchen und hier gleich ein paar Sektflaschen gedrüpfelt hier. Sektflasche hier rein, Kakaobohnen. Kaffee gleich hinterher. Genau, für Munition. Dafür brauchen wir verdorbene Lebensmittel, das brauchen wir nicht mehr. Nitrocellulose. Ah, Pflanzenfasern, genau. Nitrocellulose brauchen wir, um Munition herzustellen. Jetzt die Frage, wie viel kriegen wir aus den Nitrocellulosen raus? Okay, 20, damit kriegen wir 20 Munition raus. Das ist aber nicht viel, ne? Wir haben hier 100, mit 2000 Schuss, ist das richtig? 2 Nullen hinten dran. So, damit 20. Genau. So, und dafür brauchen wir. Ach, da halten wir 25. Okay, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, das wäre natürlich extrem gewesen, wenn wir das hätten alles. Man kriegt ja denn aus einer 25 raus. Das passt, das passt. Aber gut, ich würde sagen, ich mache jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich weiß nicht, wie weit wir gekommen sind. Außerdem haben wir noch ganz viele Blöcke und ganz viel Zement, was wir auch alles nicht brauchen. Eigentlich brauchen wir Eisen. Aber wir haben ja genug Stahlplatten jetzt. Für unsere Raumstation, da können wir nämlich. Da können wir dann nämlich. Da will ich nämlich Stahlplatten nehmen. So, erstmal noch heilen hier ganz schnell. So, Essen, können wir uns ein Essen reindrücken? Ja, machen wir. Drücken wir uns so ein Essen rein. Gut, der Energiekondensator läuft. Das läuft auch alles. So, der Pool, jetzt nochmal ganz kurz zum Pool hier. Also, geht auf und wird gelockt. Und dann dürfte keiner von den anderen reinkommen. So, auf. Und auf. Sehr gut, sehr gut. So, Toilette. Alles da. Und einmal kurz abgeduscht. Okay, das passt alles. Das ist immer noch genauso gleich geblieben. Das war jetzt für mich auch ein paar Tägelchen, wo ich nicht gespielt habe. Wie viel haben wir denn hier jetzt? Drei. Naja. Haben wir welche bei? Nein, haben wir keine Energiezellen bei. Ja, hier ist das Ding noch. Das müssen wir alles. Das fahren wir dann am besten mal nach unten rein. Und irgendwann können wir uns ja auch von den Sachen denn mal. Ah, es gibt noch so viel zu tun. Reparaturstation. Hier mein ATM. Der ist ganz doll wichtig. Dann muss das hier noch zugemacht werden. Dann muss das hier noch zugemacht werden. Das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gezeigt. So. Damit geht die Tür auf. Rein damit. Tür zu. Und dann haltet ihr die Sachen wieder. Genau. Kommt man jetzt von der Seite hier noch? Ja, hier kommt man nochmal raus. Genau. Bitte unten Geld einlegen, kurz warten, dann Equipment rechts einsortieren. Genau, und der Schalter wird dann zugemacht, dann ist man da eingeloggt. Dann kann man da ganz in Ruhe rumfuddeln. Haben wir den LCD als bei, haben wir nicht bei. So. Genau, die Türen gehen ja sowieso auf. Aber wenn man einmal drin ist, dann geht's nicht weiter. Was mich aber wundert, ist, warum diese Tür aufgeht. Kann nicht zugegriffen werden. Ist eine andere Fraktion. Aber sie geht trotzdem auf. Das sollte eigentlich nicht so sein. Na gut, egal.
Wir könnten höchstens. Mal gucken. Alle Fälle brauchen wir denn hier noch ein ATM. Zum Einzahlen. Ja gut, okay, ich sage erstmal Schluss. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht, wie lange die Zeit jetzt hier verstrichen ist oder nicht, ob das schon die neue Folge ist. Wir gucken einfach mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.